So, ahoi. Ein bisschen komisches Wetter draußen, deswegen am warmen Ofen. Anfänger, große Anfängerfrage. Welche Zwille? Da gibt es so tolle Dinger, die sehen richtig toll aus. Aber ist es das Einzige, was es ausmacht? Oder gibt es da noch andere Sachen? Also mach doch einfach mal eine Liste. Was macht so ein Teil aus? Und dann mit einer Bewertung. Wie wichtig ist das? Also zum Beispiel, als Anfänger, wenn man nicht so ganz so gut schleudern kann, welche Nummer? Nehmen wir mal die da. Wie weit ist der Gabelabstand? Also, wenn die Kugel da durchfliegt, wie viel Platz ist da dazwischen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eventuell die Gabel trifft? Da gibt es sogenannte PFS, habe ich jetzt nicht dabei, weil Anfänger überhaupt nicht. Die haben halt dann gerade mal so viel, dass eine Kugel da durchpasst, beziehungsweise noch nicht mal da durchpasst. Lassen wir die weg. Dann ist die Frage auch vom Halten her. Wie viele Möglichkeiten gibt es, die zu halten? Und dann, wenn man sie hält, finde ich eine ganz interessante, wichtige Sache, wie viel Abstand ist dann von da, wo die Kugel fliegt, zu da, wo, ja, wo die Hand halt ist. Das gucken wir uns mal genauer an. Einmal rumkommen. So, ich hoffe, man sieht es so ein bisschen. Also wenn man eine Schleuder normalerweise so hält. Ja, ist scharf. Und jetzt wird ja, die ist jetzt für OTT anbinden und TTF anbinden, also TTF wäre der Mittelpunkt hier, dann würde die Kugel da vorbeigehen. Dann ist es interessant, wie weit. Ich habe es da mal so hingelegt. Meine Fingerchen da. Zu dem Griffhaltung kommen wir gleich. Da und da, so angemalt. Hier jetzt der Mittelpunkt von der Flugbahn. Und hier wäre die Kugel im Idealfall. Dann wäre jetzt hier 3 cm bis zu dem Zeigefinger hier und ich halte es halt links und bis zu dem Daumen hier 2,5 cm. Wenn ich die Zwille, die Schleuder, so gerade halte, so einen abgewinkelten Arm, aber dann ist es so gerade, halte ich sie angenehmer, so nach vorne, also vorher so, jetzt so, dann sieht man schon, hat man viel weniger Platz. Und wenn ich sie so schräg halte, dann habe ich bei der gerade noch einen Zentimeter Platz. Ja, schöner Feuerchen, ist doch schöner. Also, dann habe ich, je weniger Platz der ist bis zu meiner Hand, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man die eventuell mal trifft. Also, und so gibt es halt ganz, ganz viele weitere Sachen. Was habe ich mir hier auf meiner Liste noch aufgeschrieben? Also, falls ihr mal so einen Liste macht, wie viele Griffmöglichkeiten gibt es? Wie viele Möglichkeiten gibt es, die anzufassen? Gut, wenn wir jetzt schon dabei sind. Also es gibt einmal einen Hammer Grip, dass man den wie so einen Hammer nimmt. Dann gibt es einen sogenannten Pinch Grip, also so einen Klammergriff, dass man die richtig umfasst und zumacht. Und dann Thumb Support, also Daumen abgestützten Griff, das wäre dann, das ist hier unten locker nehmen und da oben mit dem Daumen drauf abgestützt. So, so sieht man es, glaube ich, am besten halten kann. Das sind so 3 große Hauptgriffarten. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr und auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Die andere Sache dabei ist jetzt, da müssen wir eigentlich wieder bei der bleiben, Bandbefestigung. Ich kann das Band drauflegen und dann haben die meisten so Kerben, wo ich es mit einem anderen Band oder irgendetwas umwickel. Anderes Latexband ist am besten. Die können Clips haben, also Sachen zum Festdrehen, um das Band festzuspannen. Oder als andere Variante, die neue Variante. Man sieht das ein sonstiges hin und her und ist überall. Da bist du gar kein hier. Sogenannte Slots, also Vertiefung, wo das Band reingelegt wird, umwickelt wird, beziehungsweise mit einem Tube oder sowas da fest ran gemacht wird. Lassen wir mal die 3. Es gibt noch andere. Es gibt noch Plugs und sonstiges hin und her, aber davon eigentlich so viele verschiedene Varianten. So, dann die Bandaufnahme. Also die Bandaufnahme, das Festmachen haben wir. Die Breite. Wie breit ist das Teil? Wie breit können die Bänder sein, die man da drauf machen will? Will man da mit Bären töten gehen oder irgendetwas großdoll zerstören? Oder hat man ganz, ganz dünne, schmale Bänder und muss die deswegen breit machen? Dafür wäre dann interessant, wie breit sind die Dinger?
Oder sind die so schmal, dass die eigentlich dann für Tubes sind? Sind wir beim nächsten. Also einmal Flachbänder, die andere Geschichte Tubes. Schläuche. Kann man mit der Schleuder, man kann es grundsätzlich mit jeder, es gibt andere Abwicklungsmethoden, aber ist die dafür so ausgelegt, dass man damit auch Tubes machen kann? Die andere Sache wäre, wenn man die Schleuder hat, wo gehen die Bänder drüber? Man kann einmal hier oben über der Gabel das Latex spannen, wäre jetzt OTT, over the top, oder seitlich von der Gabel. Dann gehen die hier lang. Wäre dann TTF, to the forks, seitlich der Gabel, zwischen der Gabel. Ja, was haben wir sonst noch? Ja, das Gewicht. Das Aussehen, der Preis, das sind aber dann zum Teil so Kriterien, die für jeden sonstiges so sind. So, und davon könnt ihr dann euch jetzt mal so eine Liste machen, dann eine Tabelle machen, wo ihr die verschiedenen Schleuder so habt. Also ich bin jetzt mal hingegangen und habe so die momentan, Anfang 2018, gängigsten genommen, die man immer mal wieder hört und sieht oder sonstiges. Ja, das wäre jetzt, also die momentan überall im Gespräch sind, die und die, nicht so vom Aussehen, sondern guckt euch einfach die Form an, das sind meine, von mir sonstiges gemacht. Also einmal die kommen beide aus England, Wasp von, ja, einmal hier die Unipox, steht dann da innen drin auch hin, und einmal die Delta Wing. Ja, nehmen wir die mal so. Die Rambone, ja, das brave seine. Gibt halt eine Rambini, eine kleinere Version davon, aber ob die dann so Anfänger geeignet ist, hin und her, muss jeder für sich selber wissen, weil wahrscheinlich dann dieser Kugelabstand weiter dahin geht. Die originale Rambone habe ich jetzt momentan leider nicht da. Ich habe die Vater der Rambone, hat Helmut mal gesagt. Ja, dieser Klumpen hier, der Verkäufer, Helmut ist der Verkäufer von dem Teil, von dem Shop, den ich damals mal gemacht habe, habe ich jetzt in der Liste nicht so eingetragen, weil ich nicht weiß, ob die Abmaße genauso stimmen. Ich meine, ach, das Ding ist 4 Jahre alt oder sowas. Damals, als die rauskamen, habe ich die gebaut. Habe ich die erst nicht hingemacht. Also wie gesagt, die Unipox, die Delta Wing, dann gibt es noch die PPMG, habe ich jetzt, oh doch. Ne, ich habe die PPSG da. Die PPMG, die PPSG, nochmal zwei Schleudern, die aus England kommen, von Gamekeeper. Hin und her, also die eigentlich eine Pinch-Grip-Schleuder, wobei ich sie eigentlich ganz gerne im Thumb-Support habe. Dieser Huppel hier unten, der legt sich dann bei mir hier ein. Dafür ist er aber eigentlich nicht gebaut, sondern die ist vom Pinch-Grip gebaut. Und dann sieht man auch, bei der jetzt zum Beispiel, also hier, da ist die Mitte. Da geht die Kugel durch und da ist nicht viel Platz bis zu der ganzen Hand hier. Wenn ich es im daumenabgestützten Bereich so habe, dann ist da ein bisschen mehr Platz. Aber wie gesagt, dafür ist es nicht gebaut. Und mit dieser Gabel weiter. Wir haben einmal diesen Abstand hier dazwischen, der wichtig ist für Gabeltreffer. Wenn ihr hier hinten, ihr achtet immer hier vorne darauf, das Teil ist das, was Latex hält. Wenn ihr hingeht und sagt, oh Mann, ich sehe die ballern damit und die sind richtig gut und die treffen damit alles und sowas. Wenn es ein YouTuber ist oder so, guckt euch mal die anderen Videos von dem an. Zum Teil gehen die auch hin und treffen mit Frameless. Frameless heißt rahmenlos, dieses Ding überhaupt nicht, weil das ist bloß der Rahmen, der das Latex hält. Latex links und rechts da festgemacht. So, das Latex wird dann einfach mit der Finger gehalten und dann treffen die genauso gut. Also die sagen, die liegen nicht an der Schleuder. Ja, also hier einmal dieser Abstand, wie weit dieser ist von der Befestigung des Latex und dann halt dieser Zwischenraum mit diesen Gabeltreffern. So, die habe ich. Eine, die man immer mal wieder sieht, ist jetzt eine ältere, aber die Form ist, glaube ich, noch immer so. P18 von Slingshot Germany. Auch hier OTT und TTF. Ja, und da habe ich jetzt mal die Liste. Gucken wir uns mal die Liste an. Habe ich noch mehr hier? Nee, habe ich nicht. Ja, so, die Liste. Ich werde die nachher nochmal als Screenshot ganz lange reinstellen zum Angucken. Ich habe mir mal eine Liste geschrieben mit Punkten, die ich auch für Anfänger halt wichtig finde. Ich muss mal meine Hand wechseln. Ja, habe angefangen, die hier zu schreiben mit Sachen und da ist mir eingefallen, oh, warte mal, du hast ja noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen, nämlich OTT und TTF, also dieses
da über der Gabel und seitlich der Gabel. Was kann die Schleuder alles? Und so ist es jetzt eigentlich interessant für Anfänger, finde ich. Ja, welche Möglichkeiten habe ich mit der alles? So, wenn wir jetzt mal hingehen. Rambone, wie gesagt, ich habe bloß die Vater der Rambone da. Habe ich das mal offen gelassen. Müsste man nochmal nachtragen. Ja, wenn ich da jetzt zum Beispiel die Unipox oder sowas nehme, die Gabelweite, der Abstand hier dazwischen zum Durchschleudern, habe ich jetzt hier gemessen mit roundabout 45 mm. Die Luft, wenn ich die Schleuder so halte und hier so nach vorne gestützt halte, und wie gesagt, hier geht, machen wir mal eine Zeichnung, da, das wäre der Abstand von der Kugel, ja, da liege ich bei der bei 1 cm. Und wenn ich sie stark angewinkelt habe, die Hand so, was natürlich, vorher war sie so gestreckt, so angewinkelt, ja, liege ich bei 2,5 cm. Roundabout. Die Schleuder hier, ich habe da eigentlich falsch rum gehalten, gehört so rum, bloß so rum, da fällt ja auf, da ist da der Druck nicht drauf. Ja, die ist eigentlich für Thumb Support gebaut, für einen Pinch Grip oder sowas, müsste sie nämlich hier, da, hier hinten abgerundet sein. Thumb Support, Pinch Grip. Ja, Griffmöglichkeiten bei der, deswegen da nur Thumb Support. Praktisch so. Befestigung der Bänder, ich kann sie wickeln. Ich habe keine Clips hier dran, die mitgeliefert werden. Ich habe keine Slots drin. Die kriegt noch Slots, bekommt noch rein. Das Ding ist noch nicht fertig. Der Klarlack ist gerade mal hart geworden. Ich kann Flachbänder bei der dran machen. Für Tubes ist die mit der kleinen Bohrung eigentlich nicht so vorgesehen. Wenn, dann sind da normalerweise schräg noch Schlitze drin. Kann ich bei der Scout zeigen, was er hinkommt. Hosentaschentauglich? Ja, die ist hosentaschentauglich. Bandbreite, die ich drauf machen kann. Also wenn man misst, wie breit hier das Band sein kann, beim OTT bis über TTF. Falls ihr da drüben hört, die spielen gerade Offiziersgard. Mal einblenden. Ja, Preis und sonstiges ist halt jedem seine Sache. So, und da sind wir dann hingegangen für die ganzen anderen Teile auch. Delta Wing, PPMG, PPSG, ups, da. PSTS. Also diese Abkürzung hier, da, die steht jetzt zum Beispiel, habe ich mir rausgeschrieben, Pro Shoot Target Shooter, Pocket Predator Super Grip, Mega Grip, P18, da löst sich die Farbe. So, ja, wenn man jetzt die Tabellen anguckt, wie gesagt, guckt euch nochmal die Dings an, da ist eigentlich, weil wir immer wieder sagen, die Scout, wieso dieses Ding immer wieder kommt. Dieser Abstand hier, guck mal, ich habe hier 3 Finger breit. Ich habe hier bei der gute 2 Finger. Bei der habe ich gerade mal 2 Finger. Bei der P18, da bin ich bei, da 3 kriege ich eng rein, also fast 3 Finger. 3 Finger kriege ich hier locker rein. Also ich bin hier bei einer guten Gabelweite. Ich habe relativ viel, also beim Abgewinkeln 5 cm bzw. 2 cm Platz. Also 5 cm habe ich bei der jetzt genommen, weil die Scout kann man im Hammer Grip so nehmen, als Anfänger. Dann noch OTT bin, dann wäre das Band hier oben. Da bei dem gelben Strich, da wird das Band, mach da mal Platz hier, komm, strengel dich nicht immer vor. Da bei dem gelben Griff wärst und die Kugel, seht ihr, das, guck mal, wie viel wahnsinnig Platz von hier bis oben zur Kugel wäre. Beziehungsweise man kann sie auch im Pinch Grip halten. Am Anfang meint man immer, oh, man muss die Schleuder wahnsinnig fest nehmen oder sowas. Ja, muss man gar nicht. Oder halt, wenn der Ballen sich da richtig schön reinlegt, man kann sie so halten. Aber dann ist natürlich vom Daumen zur Kugel, von der nächsten Stelle hier bis zur Kugel weniger Platz. Deswegen da weniger geschrieben. Hier aber, wie gerade eben erklärt, man kann es im Hammer Grip, im Klammergriff oder im daumenabgestützten Griff nehmen. Bandbefestigung, man kann, weil die so Kerben hier hat, das ist noch die Version 1. Es gibt Nachfolger von der. Man kann so umwickeln. Sie hat Clips, sie hat hier selbstgebaute Clips. Es gibt
Das gibt sie zu kaufen. Slots? Wieso hat die bei Slots einen Haken? Quatsch, die hat doch gar keine Slots. Der Haken ist falsch. Sie hat keine Slots, keine Kerben zum reinmachen. Man kann Flachbänder reinmachen und man kann Tubes reinmachen. Man kann Tubes bei der reinmachen, weil sie hat hier eine Markierung. Wenn man die aufsägt, kann man mit Tubes einfach die langziehen und da reinziehen. Oder man könnte sie mit den Clips oder sowas auch festmachen. Hosentaschentauglich? Naja, ist sie halt bedingt. Weil sowas kleiner. Die Bandbreite 20 Millimeter, was die Bandbreite hier hat. Und so geht die ganze Liste anders weiter. Und jetzt könnt ihr als Anfänger sehen, bei welcher ist die unwahrscheinlichsten, ja, die Wahrscheinlichkeit am unwahrscheinlichsten, sich selber zu treffen, die Hand zu treffen. Wo habe ich möglichst viele verschiedene Griffvarianten, die ich ausprobieren kann? Wo kann ich möglichst viele verschiedene Befestigungen machen? Wo kann ich, wenn wir hier vorne anfangen, OTT-TTF, bei der kann ich OTT-TTF machen. Bei der durch das Kreuz, die gibt es mittlerweile auch mit Slots, kann ich auch über der Gabel und seitlich der Gabel machen. Ich habe aber bloß durch die Vorgabe hier mit den Fingern eigentlich eine Stielvariante, die zu halten. Ja, wo waren wir? Der Flachbänder Tubes. Wie gesagt, kann man da dran machen. Ja, wo hat man am meisten Möglichkeiten? Welches wäre jetzt die Schleuder, die für einen am interessantesten ist? Guckt euch mal die Liste an, macht eure eigene Liste und dann halt diese Abteilung hier mit dem Fragezeichen. Wie hoch ist der Preis? Selbst wenn der Preis für eine jetzt höher ist als für eine andere. Das Ding ist normalerweise auch eine Plastikvariante. Aus einem Plastik wie das hier. Aber ich habe bei der halt mehr Möglichkeiten, finde ich, wie bei der. Wobei ich mir bei der hier halt mehrere Schleudern kaufen müsste, um das gleiche machen zu können wie bei der. Also da Preis-Leistungsgeschichte, Optik. Wer legt Wert auf die Optik? Was ist sie? Die andere Frage ist, was wir noch gar nicht aufgegriffen haben, aus was für Material ist sie, wenn sie wirklich mal einen Gabeltreffer abbekommt? Ist sie gleich kaputt? Bekommt sie gleich einen Riss oder ähnliches, wo sie ausgetauscht und weggeschmissen werden müsste? Lieber sicherheitshalber oder wird sie das vom Material wahrscheinlich wegstecken? Ja. Schreibt mal eure Liste und seht mal. Aber wenn ich mir die alt angucke, deswegen steht sie oben eigentlich auch noch immer auf Platz 1. Die Scout, finde ich, kann da auch immer am meisten. Treffen, wenn ihr die anderen seht, mit welcher treffe ich am besten? Ne, Jungs, guckt euch da mal die anderen Videos an. Guckt mal bei YouTube Zwillen 1x1 oder Zwillen Teil 3 oder sonstige Sachen. Da gibt es verschiedene Videos auch von anderen Leuten, die was dazu sagen. Das liegt an euch. Hier ist bloß eine Frage, wie sind die Bänder befestigt? Wie ihr die spannt? Wie, insbesondere wie ihr die löst, wie ihr hinten praktisch die Pouch, das Stück Lederchen, loslasst. Das steht auf dem anderen Blatt. Meine Beleuchtung. Mein Stativ. Oh, mein schöner warmer Ofen. Ja, so, schon wieder die Dinger. Warum eigentlich? Nicht, weil ich so besonders begeistert von denen bin. Von der Form her, vom Schleudern her. Gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Einfach, weil sie fertig sind. Und ich von denen was gelernt habe, da von der Herstellung her, vom Wassertransferdruck. Das sind nachgegossene Aluminiumschleudern von mir, die ich halt mit Wassertransferdruck oder sowas gemacht habe. Ganz viele Sachen. Wird wahrscheinlich wohl ein extra Video geben.
Ob man sie kaufen muss, macht eine Liste, guckt selber nach.